Es ist der Moment, in dem sich die rechten Revolutionäre am Ziel sehen. Mit Reichsflaggen in der Hand und Verschwörungstheorien im Kopf versuchen sie, den Reichstag zu stürmen. Über Messenger-Kanäle hat sich die wütende Menge zur Eroberung der Reichstagstreppen verabredet. Am Ende stehen der kritischen Masse nur noch drei Polizisten gegenüber. Ein Aktivist filmt. Einer, der die wenigen Minuten der Anarchie nutzen will, ist Nikolai Nerling. Der selbsternannte Volkslehrer ist von seinem eigentlichen Job an einer Grundschule suspendiert. Weil er im KZ Dachau den Holocaust leugnete, wurde er in erster Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt. Er hat Revision eingelegt. Wie fast immer hat Nerling seine Kamera dabei und kommentiert die Situation für seine Anhänger. Wir stehen jetzt hier vor dem Reichstag. Schwarz-weiß-rote Flaggen wehen, wir sind das Volk, rufe All Lives Matter, auch deutsche Leben zählen. Das sind schon wirklich interessante Szenen hier. Der rechte Videoblogger ist in der Szene berühmt und berüchtigt. Er sympathisiert offen mit Ursula Haferbeck, einer mehrfach verurteilten Holocaust-Leugnerin. Ja, hallo liebe Freunde. Ich habe heute die große Ehre, neben der Grande Dame der Freiheitsbewegung zu sitzen. Auch als in Chemnitz ein Mann von einem Syrer und einem Iraker erstochen wird, mischt Nerling mit. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Der Ex-Staatsbedienstete als Staatsfeind. Also ich würde sagen, diese Bewegung hat das Zeug zum Bürgerkrieg. Es kann der Auftakt sein zu einem wirklich blutigen Konflikt, der jetzt hier beginnt. Und wenn das der Fall sein sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass genau das auch Teil eines übergeordneten Plans ist, den Sie niemals erwähnen würden, das weiß ich. Einen Tag vor dem Sturm auf den Reichstag hat er zum Tanz vor dem Parlament geladen. Gerade ist das geplante Demo-Verbot vom Verwaltungsgericht gekippt worden. Was sagen Sie zum Urteil, Verwaltungsgericht? Zum Urteil, dass es stattfinden darf? Och, ich finde es nett, aber eigentlich ist es ja egal, weil es eh stattgefunden hätte. Also die Leute, die wären gekommen, ob erlaubt oder nicht. Ne? Antisemit Nerling ist kein Außenseiter in der Anti-Corona-Szene. Offenbar verfügt er über gute Kontakte zur Querdenkerbewegung von Michael Ballweg. Der Michael Ballweg, der hinterfragt auch Dinge kritisch. Ich habe mich mit ihm mal getroffen, waren wir schön grillen. Und ich habe versprochen, dass ich darüber auf keinen Fall sprechen werde. Egal. Ja, was schert mir mein Geschwätz von gestern? Jedenfalls hat der Michael mir ganz viele Fragen gestellt. Auch zur deutschen Geschichte hat er mir Fragen gestellt. Auch zu Dingen, die gewesen sind. Und was wir Michael verdanken, was wir wirklich verdanken, sind die 6 Millionen, die jetzt auf der Straße sind hier in Berlin. Die sind hierher gekommen, weil es Querdenken gibt. 6 Millionen. Eine eindeutige Anspielung auf die Opfer des Holocaust. Querdenken-Chef Ballweg geht mit solchen Leuten grillen, obwohl er offiziell nichts mit Extremisten zu tun haben will. Wie finden Sie das denn, wenn Neonazis vor Ihnen im Publikum stehen? Ja, also ich habe noch keinen gesehen. Wenn es einen geben würde, dann würde ich den bitten, die Ordner, den letztendlich der Versammlungsfläche zu verweisen. Theoretisch. Praktisch steht Nerling am Samstagabend bei der Abschlusskundgebung der Querdenker in Berlin mit auf der Bühne. Als Videoblogger, aber auch als Fan der Bewegung. Man ist froh, dass er da ist, wie sein Video zeigt. Freunde, also nicht viele Tage verdienen den Titel historisch zu sein, aber ich bin mir sicher, der heutige Tag war historisch. Wenn man sich die Massen anschaut, die hier heute sich versammelt haben, gut, in Frieden, in Frieden und in Freiheit. Wir lassen uns nicht mehr spalten. Die Zeit ist vorbei, danke. Holocaust-Leugner und Aktivisten liegen sich in den Armen. Querdenken-Anwalt Markus Heinz weiß auch nicht so recht, was er davon halten soll. Können Sie mir erklären, warum ein verurteilter Holocaust-Leugner jetzt gerade bei der Abschlussgebung auf der Bühne stand? Nikolai Nerling. Ich habe ihn nicht gesehen. Weiß ich jetzt auch. Also er hat da die Leute umarmt und viele kannten ihn. Wie ist das möglich? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, wer auf der Bühne war. Ich habe ihn auf der Bühne nicht gesehen. Erst nach unserem Hinweis tut man sich plötzlich schwer mit dem Extremisten. Zumindest vor der Kamera. Könntest du bitte runtergehen? Was? Könntest du bitte runtergehen? Ich bin doch von der Presse. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich möchte das Bild jetzt. Ich möchte jetzt nicht das Bild. Jetzt werde ich gerade von Markus Heinz genötigt, von der Bühne runterzugehen.
Warum denn? Weil du bist jetzt hier momentan nicht im Orga-Team. Und das ist die Bühne ist für unseren internen Bereich. Und der Aktivistmann ist im Orga-Team oder was? Der Aktivistmann, mit dem arbeite ich schon relativ lange zusammen. Den habe ich vorher eingeladen, ja? Während Nerling der Bühne verwiesen wird, genießt der erwähnte Aktivistmann, hier zufällig rechts außen im Bild, offenbar großes Vertrauen. Ein politischer Wirrkopf mitten unter den Querdenkern. Sein Demotag startete vorm Brandenburger Tor. Seid ihr gerade live? Sein bürgerlicher Name, Matthäus Westphal. Als rechter YouTuber macht er Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen. Außerdem soll der gelernte IT-Systemkaufmann Mitglied einer Hardcore-Christensekte sein. Ich habe das auf Kamera, von wem die Gewalt ausging. Wenn nachher gesagt wird, die ging von Demonstranten aus. Ich habe es auf Kamera. Die Frau hat sie nicht geschubst, sie haben die Frau geschubst. Der Hass des Möchtegern-Journalisten gilt nicht nur der Polizei, sondern dem ganzen System. Gelegentlich tritt Westphal auch selbst als Redner in Erscheinung und teilt die Bühne mit Holocaust-Leugner Nerling. Ich bin dagegen, sich überall kulturell zu vermischen, ja, Multikulti und so. Das natürlich, das gehört sich nicht, damit wir die Kulturen am Leben erhalten. Gerade Corona verleitet ihn zu Umsturzfantasien. Corona ist unsere Zeit. Das ist wirklich unsere Zeit, weil Corona bedeutet übersetzt Krone, das ist Spanisch. Und die Krone, die wird jetzt dem Volk zurückgegeben und von der Elite weggenommen. Ganz wir müssen einfach. Aufstehen! Aufstehen! Das ist unser Kapitel, unser Traum, nicht für uns ausgedacht. Das ist Wahnsinn! Und das da es keine Wahnsinn. Krone gibt, muss die Treppe herhalten. Das ist Wahnsinn. Auch er kommentiert den Moment für seine Fans. Das ist der Wahnsinn! Auch sein alter Bekannter ist mit dabei. Nikolai, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Ja, Mann! Dann wird der Aktivist kurzzeitig deaktiviert. Ich bin Presse. Die Revolution ist schon wieder vorbei. Das Sendungsbewusstsein von Westphal noch da. Ich bin Journalist und ihr habt mich hier abgespritzt, ihr habt mich geschlagen. Nicht nur mich, die anderen auch. Und was soll der Müll? Was soll das? Also die Helden waren heute diese Menschen. Die Helden waren heute die. Ihr wart die Verlierer heute. Ihr seid die Verlierer an diesem Tag, weil ihr Pfefferspray eingesetzt habt, weil ihr Frauen geschlagen und getreten habt. Weil ihr Gewalt jetzt lach nicht so bescheuert. Nach dem gescheiterten Putsch läuft der Aktivist Mann heim in sein Reich. In den Backstage-Bereich der Querdenkerbühne. Hier ist er willkommen. Offline machen müssen. Und deswegen bin ich erst jetzt hier. Okay, ja, trotzdem schön, dass du da bist. Danke, Stefan. Übrigens, eben wurde der Reichstag quasi gestürmt. Ja, und? Ja, gut, die Polizei kam da mit Hundertschaften, hat Pfefferspray eingesetzt, meine Hände brennen noch. Ist der Wahnsinn, ja. Ich war auch dabei, ich wollte das filmen. Ja, geil. Das ist übrigens der Pressesprecher der Querdenker, Stefan Bergmann. Gründer eines Indianervereins und das esoterische Rückgrat der Bewegung aus dem Schwabenländle. Seine Expertise beschränkt sich nicht nur auf expressive und exotische Tänze. Er ist auch ein leidenschaftlicher Trommler und teilt das Gedankengut der Reichsbürgerszene. Da steht im Artikel 146, wenn ich es jetzt recht auswendig weiß, dass das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine eigene Verfassung geben darf und dass nur bis dorthin das Grundgesetz gilt, das ja eigentlich nur ein Besatzungsrecht ist. Auch Bergmann scheut den Kontakt mit Nazis nicht. Hier umarmt er Volkslehrer Nerling am Rande einer Querdenker-Demo. Das muss Liebe sein. Ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht eher an einem extremistischen Rand sind, wie es ja behauptet wird, oder die vielleicht irgendwelche Schmerzfelder haben, wenn man die umarmt oder wenn man auf die zugeht, dann entspannen die sich auch. Und deswegen steht auch dazu, also jeder, der eine Umarmung braucht, kann sich da einfach auch melden. Also es ist einfach mein Weg, dass ich den Weg des Herzens gehe und den werde ich auch weitergehen. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen den Leuten, weil das Herz hat mit der Meinung nichts zu tun. Querdenken nach rechts außen abgebogen. Am Ende distanziert sich der Chef der Bewegung dann doch noch, zumindest von Nerling. Ich bin schockiert. Und deshalb möchte ich dir mitteilen, dass du auf unseren Demonstrationen nicht mehr willkommen bist, auch nicht im Pressebereich. Von den anderen rechten Querköpfen spricht er lieber nicht.